Flo! Alter, erschreck mich doch nicht so, ey. Hast du geschlafen oder was? Ja. Junge, wieso pennst du immer bei mir? Ja, ich weiß ganz genau, dass ich kein Sauce habe. Ja. Naja, also in der Schule ist jetzt Praktikum demnächst. Und ich wollte mal fragen, wie ihr euch vorbereitet. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll, echt. Ihr? Nö, ich auch hab keinen blassen Schimmer. Ich kann euch da vielleicht helfen. Wie? Ich habe mir so ein paar Tipps aufgeschrieben. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1. Sucht einen Praktikumsplatz. Hallo, ich wollte mich heute als Praktikant bewerben und ja. Ich habe schon mal meine Bewerbung dabei. Okay, das sehe ich mal kurz an. Hier steht, ihr Name ist na Batman. So ist es. Ich liebe Batman. Gut. Was ist Tipp Nummer 2? Tipp 2. Bereitet euch vor. Oh, was sind die denn schon wieder? Man kann doch nicht mal einen Rücken zocken, Alter. Ja, hallo? Marc, hast du dich schon aufs Praktikum vorbereitet? Ja. Ganz sicher? Ja. Bist du dir wirklich sicher? Ja. Hast du schon Kacke gemacht? Ja. Bist du homosexuell? Nein. Aber ich wollte ein Mädchen. Ich kann mich noch ändern, Mama. Das ist noch nicht zu spät. Okay. Tschüss. Tschüss, ich hab dich lieb. Richtig nicht. Jetzt bin ich dran. Tipp Nummer 3. Tipp 3. Macht euch klar, wie ihr da hinkommt. Boah, nö, ich hab jetzt echt keinen Bock mehr. Andauernd werde ich hier gekillt mit dem Drecksgame. Was? So spät schon? Alter, ich mach das jetzt sehr mobil. Und los! Tipp Nummer 4. Tipp 4. Geht früh schlafen. Brandmann, geh schlafen. Ja, ich geh gleich schlafen. Okay, ich mach das Licht aus, ne? Ja. Scheiße, das fängt in 10 Minuten an. Na gut, dann spiele ich noch 9 Minuten. Mann, kannst du nicht teilen? Ich bin jetzt dran. Tipp Nummer 5. Tipp 5. Seid immer pünktlich. Sie sind ein wenig zu spät. Ja, tut mir leid, ich hatte eine Morgenlatte und ich musste sie mir runterholen. Tipp Nummer 6. Tipp 6. Sorgt für ein gepflegtes Aussehen. Ist das so angemessen? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie ich rumlaufe. Alter, schämlich. Wann lädt er dich, dass es meins ist? Tipp 7. Tipp 7. Stellt euch bei allen Mitarbeitern vor. Hallo. Hallo, sind Sie der Neuverkehrsplan? Ja, da bin ich. Wie alt sind Sie denn? 15. I love little girls, they make me feel so good. Moment, mein iPod. Tipp Nummer 8. Tipp 8. Arbeitet immer effektiv. Oh, hi. Ja, was gibt's denn? Hier sind die Akten. Bitte räumen Sie weg. Und Sie sind weg. Tipp Nummer 9. Tipp 9. Verabschiedet euch. Hi, also ich brauche erstmal eine Unterschrift hier und hier. Und dann noch die Daten vom Termin heute. Ja klar, das kann ich dir per E-Mail schicken. Mhm. Ich bräuchte hier noch, dass man eine Kopie. Ja, mach ich. Sehr gut. Ich wollte nur was sagen, aber... So Leute, heute ist mein letzter Arbeitstag hier als Praktikant. Oh, ich wollte nochmal Dankeschön sagen für die schöne Zeit hier und ja. Tschüss. Oh, mein iPad. Und jetzt hast du. Die Klingel kommt. Tschüss, Leute. Tschüss. Hey Leute, was geht? Wir sind XN. Ich bin Marc. Ich bin Flo. Ich bin Brandy. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und wenn nicht, einen Daumen hoch. Und wir möchten uns erstmal entschuldigen dafür, dass wir keine Videos in letzter Zeit hochgeladen haben. Wir haben ein, ja, es klingt ein bisschen kotig, aber wir haben ein Video gedreht, aber es ist nicht fertig geworden. Und wir haben derzeit viel gescriptet. Außerdem kommen noch kleine, aber lustige Videos von Flo oder von uns insgesamt.
kompakt. Auf jeden Fall, auch wenn es ein kleines Video ist. Also, vielen Dank, dass ihr so... so... treu untergeht. Vielen Dank, dass ihr so ein treuer Abonnenten seid. Also... in dieser großen Zahl, also. Mit so... Wir machen ja eigentlich diese Videos nur aus Spaß. Ja. Weil da wäre natürlich schön, wenn ihr uns abonniert. Das ist aber natürlich keine Pflicht. Es ist kostenlos, also von daher. Aber naja, dann bis zum nächsten Video. Es wird bald kommen. Bis dann. Bis dann. Soll ich das lieber machen? Na. Scheiße. Und die Daten vom Termin nochmal. Glaubst du, ich sag aus Spaß, du sollst da hinten bleiben? Ah, stimmt.